Hallo und herzlich willkommen zurück zu Mega Man. Und ja, in den letzten beiden Parts haben wir nichts hingekriegt. Daher versuchen wir jetzt den Fireman ein bisschen was anderes machen. Und ja, ich merke, Mega Man ist bei euch sehr gut angekommen und es freut mich. Und ja, ich kenne das Level hier noch schon ein bisschen besser, weil ich es jetzt mehrmals schon versucht habe. Deshalb habe ich mich auch für dieses hier entschieden. So, ich habe gemerkt, dass ich Mega Man lange nicht mehr gezockt habe. Wieder reinkommen. Ja. So. Das wäre jetzt mies, wenn ich da jetzt runterfallen würde. Das ist zum Glück der Fall nicht jetzt. So, sorry, dass ich jetzt gerade ein bisschen leiser war. Euch ist das aufgefallen, dass ich im letzten Part nicht viel geredet habe. Kommt daher, dass ich mich konzentriert habe. Was ich jetzt leider hier auch öfters machen werde, da das Spiel leider meine Konzentration fördern will. Also beansprucht, und daher bleibt mir nichts anderes aus, als meine Konzentration bestehen zu lassen, da ich dieses Spiel unbedingt durchhaben will. Und ja, ich hoffe, ihr habt da Verständnis. Boah, ist ja schwer, ey. Also ich hoffe, ihr habt Verständnis dafür, aber ich denke mal schon. Und ich dachte schon, dass das jetzt dann gehen wird. Die haben jetzt den Turbogang angelegt, was mir nicht passt. Boah, ist das schwer, ey. Boah! Meine Finger tun schon weh. Heftig. So. Runter. Ach ja, die hier. Da, wo ich schalter. Und jetzt kommt hier unten noch das Gleiche, wo ich auch schalter. Hätte ich besser hingekriegt. So, leider geht natürlich das hin. So, ich hoffe, ich starte jetzt hier vorne. Und ey, ich darf den gesamten Scheiß nochmal machen. Super. Komm, mach. Ja, ein bisschen früher, ne? Kollege, ein bisschen früher. Oh, draußen. Finde ich ein bisschen ärgerlich, dass die Safe States hier richtig scheiße gestellt wurden. Also, tut mir echt scheiße, ist richtig blöd. Mir wird es nämlich auch anders besser passen. Weil das Level hier war nicht gerade einfach. Ja.
Leben! Jetzt kommt wieder die Turbo. Und jetzt sind wir wieder an dieser Stelle. Ich verkacke ich. Falsch losgegangen. So, den habe ich gut hinbekommen. Leben! Fick dich. Fick dich! Ein Dritter bestimmt auch, ne? Ja! Mann, Alter! Drei Stück! Wollt ihr mich hier jetzt langsam verarschen? Wie lang ist dieses Dreckslevel, ey? Ihr macht dieses Level jetzt schon zum x-ten Mal. Immer wiederholt. Wiederholung und so. Und das Teil geht hier nicht vorbei. Wieso kann das Level nicht einfach mal abschließen? Alter, das riecht mich jetzt richtig auf. Ey, tut mir leid, Leute, aber das gibt's nicht. So lang war ja noch nie ein Level, ey. Heftig, ey. Warum dieses Level so lang? Konnten sie nicht irgendein anderes Dreckslevel überhaupt so lange machen? Ist unnötig. Das hält ja auch nicht so lange jemand durch. Du kannst auch sterben, du Mistviech, Alter. Ich bin jetzt richtig gereizt. Aber auch zu Recht. Zu Recht! Mistgirl, ey. Dreckskacke, Alter. Mich regt das richtig auf, dass dieses Level so lange ist. Ey, ich glaube, das kriege ich auch nicht mehr hin, ey. Das, Mann, können Sie das Level hier einfach mal ein bisschen kürzer machen? Ein bisschen kürzer machen, damit irgendwelche Leute auch endlich mal hinbekommen, dieses Level abzuschließen. Nee, nein, müssen, geht nicht. Müssen super lang machen. So, welcher Drecks-Megaman-Fan hat Spaß dran, x lange Wege zu gehen und Milliarden Gegner hintereinander zu erledigen und das in so einer langen Form? Wer? Ne, den Typen will ich mal echt kennenlernen und eine reinhauen. Weil ich kann sowas nicht leiden. Levels extra schwer machen. Fick dich. Das jetzt auch kaputt gehen kann einfach. So springen kann ich hier nicht. Das Teil ist viel zu schnell. Ja, zwei. Was bringt mir das? Guck, das bringt mir so viel. Du Dreckskerl, Alter!